Dieses Video entstand mit Unterstützung von MiracleGames.de, dem Magic Online Shop für Einzelkarten, Booster, Decks und Zubehör. Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Wieder mit dabei Bernie. Hallo da draußen. Und wir wollen euch was Neues in der Welt von Magic vorstellen, und das zwar das neue Dual Deck Blessed vs. Cursed. Wie ihr hier unten seht, gesegnet gegen verflucht, wie es auf Deutsch so schön heißt. Und währenddessen, dass Bernie das wunderschöne Teil auspackt, sage ich euch ein bisschen die Hintergrundstory von diesem Dual Deck. Und zwar geht es ja in der nächsten Zeit Richtung Innistrad, und dieses Dual Deck soll schon mal so ein bisschen hinbegleiten dorthin. Und ja, wie der Name schon sagt, gesegnet und verflucht, haben wir hier typisches Menschen-Engel-Geister-Deck gegen die Untoten zu kämpfen. Und wir schauen uns auf jeden Fall an, was die zwei Decks beinhalten. Genau. Und diese nette kleine Box gibt es, glaube ich, aber auch nur auf Englisch. Genau, immer nur auf Englisch. Nicht auf Deutsch. Hat zwei Spin-Counter drin. Ich glaube, die sind immer andersfärbig, weil ich habe schon andere Farben gesehen. Hier in Rot und Grün gehalten. Die zwei 60-Karten-Decks, immer mit der Promo Karte drauf, also diese in Foil gehalten und an alternativen Artwork, weil den Ghost of Sandcraft Draft hat schon gegeben. Den weiß ich jetzt gar nicht, ob es den schon gegeben hat, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hinten wieder zwei Boxen, eben um diese 60 Karten hier reinzupacken. Wie man merkt, haben wir eine neue Kameraeinstellung. Also nicht wundern, wenn ich mal aus dem Bild gerate. Ja, ich packe es jetzt nicht zusammen. Einmal natürlich für das gesegnete Deck, hier das hier, und hier das für das verfluchte Deck. Ja, im Zeichen von Innistrad sind die Decks gestaltet. Ich glaube, Mario, du hast schon gesagt, oder? Genau. Themendecks, genau. Im Endeffekt. Ja, hier die Referenzkarte und hier nochmal eine ganze Auflistung, was so ein Deck beinhaltet, mit so einem schönen Poster. Ich will das nochmal kurz herzeigen. Ich meine, das wird hier auf der Kamera jetzt ein bisschen schwierig, aber man sieht es ja schon hier ein bisschen mit der Erklärung von diesen zwei Decktypen und hier die ganze Auflistung des Decks in voller Form. So, ja, dann fangen wir doch einfach mal, würde ich sagen, an hier mit dem gesegneten Deck. Genau, in grün-weiß gehalten, blau-weiß gehalten. Dreifarbig, der Ghost of Sandcraft ist wirklich ein Spitzenfinisher, wird auch modern teilweise gespielt. Superkarte, legendäre Kreatur, auch für Tiny Leader möglich, wie man sieht, weil es drei Mana hat. Ja, er ist flugsicher und immer wenn er angreift, kriegen wir einen 4-4er Engelkreaturen-Spielstein aufs Spielfeld, der getappt und angreifend ins Spiel kommt, aber dieser wird am Ende des Kampfes wieder exiled. Somit wirklich ein Finisher, ich sag's wie es ist. Ja. Er kann schwer removed werden und bringt immer wieder einen fliegenden 4-4er Engel aufs Spielfeld. Das tut schon ordentlich wirklich weh. So, sind auch Token dabei, was ich so mitbekommen habe? Ja, genau. Ich glaube, bei gesegneten Text sind drei verschiedene Token, was dabei sind. Das sehen wir gleich, die dürften ja hinten sein, nehme ich an. Genau. Einmal ein Engel, den wir erstmal für ihn brauchen. Menschen, normale Menschen, Spielsteine, nee, sind zwei verschiedene. Genau. Vier Menschen, einmal der Engel. Wir gehen davon aus, dass wir ein paar Tokens bekommen. So, gehen wir. Champion of the Parish kennen sicherlich auch viele als One-Drop hier. Ein menschlicher Soldat mit 1-1, und immer wenn ein anderer Mensch unter unserer Kontrolle ins Spielfeld kommt, kriegt er eine +1/+1 Marke. Somit wächst er stetig voran. Deswegen kennt ihn auch jeder, weil er einfach in Whitewind eine super Sache ist. Gerade wenn man auf Menschen aufbaut und hier diesen als Playset drin hat, dann wächst er relativ schnell an. Hier haben wir Dirty Departed für 6 Mana, fliegender Geist. Das sind eben diese Rares, die gehen wir ein bisschen genauer ein. Solange wir diesen Dirty Departed in unserem Friedhof haben, kriegen wir für jede menschliche Kreatur, die wir kontrollieren auf unserem Spielfeld, eine weitere +1/+1 Marke. 5-5, ne? Der kann schon was, aber für 6 Mana, na, schauen wir mal. Eerie Interlude für 3 Mana, ein Instant Spell, wo wir eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren, auswählen können. Diese Kreaturen werden exiled
und unter unsere Kontrolle oder dessen Kontrolle, die wir exilen, zu Beginn des nächsten Endsegments wieder aufs Spielfeld gebracht. Dann haben wir Increasing Devotion für 5 Mana eine Hexerei, wo wir 5 1-1er weiße Menschenkreaturen-Spielsteine aufs Spielfeld bringen. Und wenn wir ihn vom Friedhof wirken, dann kriegen wir sogar 10 Tokens anstelle von diesen 5. Denn er hat Flashback 9, also mit 2 weißen Mana und 7 beliebige. Das heißt, wir können ihn vom Friedhof noch einmal casten. Dann haben wir als nächste Rare die Captain of the Mists für 3 Mana 2-3, ein menschlicher Zauberer, wo wir eben, wenn ein anderer Mensch unter unsere Kontrolle ins Spielfeld kommt, wir ihn antappen dürfen, und für 2 Mana und ihn zu tappen, können wir entweder eine permanente Karte antappen oder wieder tappen. Somit tappen wir einfach gegnerische Kreaturen weg oder, falls wir hier Artefakte haben, dementsprechend unsere Artefakte wieder retour. Dann haben wir den Cathedral Sanctifier für 1 Mana 1-1. Ja, wir kriegen hier 3 Lebenspunkte. Sind viele nur als One-Off drin, wie man sieht. Ja. Doom Traveler für 1 Mana 1-1. Wenn er stirbt, dann kriegen wir einen 1-1er weißen Geistspielstein aufs Spielfeld, der eben fliegend ist. Nephalia Schmuggler 1 mit 1-1. Also man sieht viele kleine 1er Drops. Gehen nicht alle Karten im Detail ein. Hier einen Morlin Inquisitor für 2-2-2 Mana, aber man hat ein bisschen fürs Midgame einfach ein bisschen mehr Power, da wir für 3 Mana First Strike geben können. Dann haben wir einen Doppelgeist für 1 Mana 1-1 fliegend. Wenn er aufs Spielfeld kommt, tappen wir eine Kreatur unseres Gegners. Und er hat dieses Delirium, das ist ja eine neue Fähigkeit, die mit Shadows of Innistrad kommt, wo wir zu Beginn eines jeden Versorgungssegments vom Gegner, falls wir 4 oder mehr Kartentypen in unserem Friedhof haben, tappen wir eine Kreatur, die eben dieser Spieler kontrolliert. Das heißt, Typen wie Kreatur, Verzauberung oder also Spontanzauber, Hexerei, wir müssen hier mehrere Arten an Verzauberungen im Friedhof haben, damit dieses Delirium wirkt. Den haben wir sogar 2-mal hier drin. Dann haben wir Draven Heretic für 2 Mana 2-2, wo wir, wenn wir ihn tappen, eine Kreatur von einem Friedhof exilen können. Das mag, genau, das vielleicht kurz als Anmerkung. Die Decks sind meistens relativ gut abgestimmt, sodass sie gegeneinander ein bisschen antreten können. Deswegen denke ich mal, wird das, diese Fähigkeit ganz hilfreich sein gegen eben dieses verfluchte Deck. Elder Kadar für 3 Mana 2-2. Wenn er stirbt, setzen wir einen +1/+1 Marker auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Falls es eine Menschenkreatur ist, dann kriegen wir 2 +1/+1 Counter. Den haben wir hier 2-mal drin. Village Bellringer für 3 Mana 1-4 mit Flash. Wenn er ins Spiel bekommt, dann antappen wir alle Kreaturen, die wir kontrollieren. Also man sieht schon, wir haben hier viele Enter the Battlefield Fähigkeiten. Hier haben wir Tandem Lookout für 3 Mana 2-1 mit einer bekannten Fähigkeit, und zwar die Soulbound. Ist eben alles von Innistrad Block damals gewesen. Mit Soulbound können wir einfach eine bereits kontrollierende Kreatur verknüpfen, so gesehen. Somit sind die Seelen gebunden und dann wirkt hier immer ein Text. Und hier steht, solange eben dieser Tandem Lookout mit einer anderen Kreatur gepaart ist, also Seelen verbunden ist, dann kriegt jede dieser Kreaturen eben diese Fähigkeit, immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, eben zu einem Gegner, dann können wir eine Karte ziehen. Dann haben wir den Chapel Geist für 3 Mana fliegend 2-3, sonst eher nichts. Emancipation Angel für 3 Mana 3-3 fliegend. Wenn er das Spielfeld betritt, können wir eine permanente Karte, die wir kontrollieren, oder eben eine gegnerische permanente Karte wieder zurück auf die Hand schicken. Fiend Hunter für 3 Mana 1-3. Wenn er ins Spiel kommt, dann exilen wir eine andere Zielkreatur. Und wenn er das Spielfeld verlässt, dann kommt diese exilte Kreatur wieder zurück unter dessen Controllers, unter der Kontrolle von dem, wie sagt man jetzt? Dem es gehört halt. Slayer of the Wicked für 4 Mana 3-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, dann können wir einen Vampir, Werwolf oder Zombie zerstören. Somit perfekt hier für das Gegendeck. Towergeist für 4 Mana 2-2, den kennen viele schon, ist fliegend. Wenn er das Spielfeld bekommt, dann können wir die obersten 2 Karten unserer Bibliothek ansehen, eine davon auf die Hand legen, die andere auf den Friedhof legen. Mistraven für 4 Mana 2-2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, returnieren wir eine Kreatur
auf die Hand zurück, entweder unsere eigene oder die eines Gegners. Spectral Gate Guards für 5 Mana 2-4, eben wieder mit diesem Soulbound. Und wenn er gepaart ist, dann kriegen beide Kreaturen Wachsamkeit. Griff Vanguard für 5 Mana 3-2 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine Karte oder dürfen wir eine Karte nachziehen. Goodnight Redeemer für 6 Mana 4-4 fliegend. Wenn er das Spielfeld betritt, dann kriegen wir 2 Lebenspunkte für jede andere Kreatur, die wir kontrollieren. Voice of the Provinces für 6 Mana 3-3. Wieder ein fliegender Engel, der, wenn ein Spielfeld kommt, einen 1-1er weißen Menschenkreatur und Spielstein mitbringt. Also für 6 Mana haben wir Value von 4, ist solar, aber einmal halt fliegend. Hier haben wir ein Artefakt, ein Equipment, Sharpened Pitchfork für 2 Mana. Die ausgerüstete Kreatur hat Erstschlag und wenn es ein Mensch ist, kriegt sie auch noch +1/+1 und wird für 1 Mana equipped. Bonds of Faith für 2 Mana verzaubern wir eine Kreatur. Diese kriegt +2/+2, solange sie ein Mensch ist. Andererseits kriegt sie dann, kann sie nicht blocken oder angreifen. Das heißt, man kann diese Verzauberung auch auf eine gegnerische Kreatur legen und somit ist es ein Pseudo-Removal, wie ich es so gerne nenne. Gather of the Townsfolk für 2 Mana eine Hexerei, wo wir 2 weiße Menschenkreaturen Spielsteine aufs Spielfeld bringen. Mit Fateful Hour, eine Fähigkeit, falls wir eben 5 oder weniger Lebenspunkte haben, kriegen wir 5 von diesen Tokens auf das Spielfeld. Also statt 2, 5 für 2 Mana, so als Late Game genauso gut verwendbar. 2-mal drin. Dann haben wir Momentary Blink für 2 Mana, ein Instant Spell mit Flashback. Wir können eine Kreatur, die wir kontrollieren, exilen und diese dann wieder zurück auf unser Spielfeld bringen. Das heißt, das macht man eigentlich, um einen Removal quasi zu countern. Wir exilen unsere Kreatur und die kommt dann wieder und somit ist sie kein legales Ziel mehr. Und das Ganze können wir als Flashback für 4 Mana mit einem blauen durchaus nochmal machen. Butcher's Cleaver für 3 Mana ein Equipment, wo wir +3/+0 bekommen. Und solange eben diese Kreatur, die wir equippen, ein Mensch ist, kriegt sie noch dazu Lebensverknüpfung. Equipped wird sie mit 3 Mana. Rebuke für 3 Mana ein Instant Spell, wo wir eine angreifende Kreatur zerstören können. 2-mal drin. Pour over the Pages für 5 Mana eine Hexerei. Wir ziehen 3 Karten, antappen bis zu 2 Landkarten, dann werfen wir eine Handkarte ab. Seraph Sanctuary, das ist so, jetzt kommen wir zu den Ländern, da gehen wir natürlich nur noch die sonderbaren Länder. Seraph Sanctuary, ein Land, wenn es ins Spiel kommt, kriegen wir einen Lebenspunkt. Wenn ein Engel unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, kriegen wir wiederum ein Leben. Und wir adden natürlich hier ein Waste, also ein farbloses Mana, hier mittlerweile schon mit diesem neuen Waste-Symbol. Dann haben wir Tranquil Cove, glaube ich, kennen alle jetzt aus den aktuellen Sets, das blau-weiße Doppelland, wo wir einen Lebenspunkt bekommen, wenn es ins Spielfeld kommt, 2-mal, 3-mal, 4-mal drin als Playset. Und dann haben wir hier noch etliche Basics. So, das jetzt mal zu dem. Mich wundert es ein bisschen, dass hier so wenig Tap- und Bounce-Sprüche drin sind. Hätte ich mir gedacht, dass das mehr auf Blau geht. Aber ich glaube, generell hier geht es einfach um die heilige Armee hier, genau, aufs Spielfeld zu bekommen, um den Gegner möglichst rasch mit möglichst fliegenden Kreaturen hier zu besiegen. Ja, und natürlich, die Kurve ist sehr gering, wie man gesehen hat, von der Mana-Kurve her. Das heißt, der Gegner soll eigentlich überrannt werden von den Gesandten. Und Blau ist, glaube ich, ein bisschen so in das Flash drinnen. Genau, es ist für Flashback ein bisschen drin und natürlich ein paar Draw-Funktionen. Genau. Ja, im Endeffekt, das ist so, die Hauptfarbe ist hier natürlich weiß. Dann gehen wir jetzt zu diesem Verflucht-Deck. Aber jetzt mache ich eins, ich tue die Länder weg, dann habe ich nicht so einen Stapel in der Hand. Ich glaube, wir zeigen nur kurz die Länder, was hier sind. Ja, auch viele Basics hier, die Tokens. Ah, na schau, hier sind 3. Du hast doch recht gehabt. Ja. Hier ist noch ein Spirit, der ist hier dazu gepackt worden. Und noch ein Mensch-Kreaturen-Spielstein. Und hier haben wir 3 Zombies für das verfluchte Deck. Dann die Länder, viele Basics und eben Dismal Backwater, was wir auch kennen aus dem aktuellen Block hier als Playset, eben blau-schwarz, kommt getappt ins Spiel und wir kriegen, wenn es ins Spielfeld kommt, ein Lebenspunkt retour. So, dann gehen wir aber hier zu den Kreaturen ein, schauen wir mal, was das Deck so zu bieten hat. Mindwreck Demon für 4 Mana 4-5,
Er ist fliegend, er hat Trampelschaden, natürlich typisch Dämon, für 4 Mana recht stark, weil er eigentlich 4 haut und hinten eine 5 stehen hat. Und wenn er ins Spielfeld kommt, dann legen wir die obersten 4 Karten unserer Bibliothek in den Friedhof mit Delirium, eben zu Beginn unseres, falls wir eben nicht 4 oder mehr Kartentypen in unserem Friedhof liegen haben, verlieren wir 4 Lebenspunkte. Das ist so der Manko, dafür zahle ich aber auch nur 4 Mana und bringe doch einen relativ starken Blocker, aber auch Attacker aufs Spielfeld. Denn der blockt auch von Guest of Sandcraft natürlich den Engel locker weg, ja, muss man auch dazu sagen. So, dann haben wir den Haven Guru Runebinder und der erinnert mich einfach an ein Intro-Back von diesem Innistrad-Block. Den habe ich nämlich auch noch. 4 Mana, 2-2. Er kann für 3 Mana und wenn man ihn tappt, eine Kreaturenkarte unseres Friedhofs wiederverwerten, indem wir ihn exilen und dafür einen 2-2er schwarzen Zombie-Kreaturen-Spielstein aufs Spielfeld bringen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kriegt jeder Zombie, den wir kontrollieren, eine +1/+1 Marke. Ich habe ihn noch nie erfolgreich eingesetzt, ich sage es gleich dazu. Gravecrawler für 1 Mana 2-1, er kann nicht blocken und wir können ihn jederzeit vom Friedhof wieder casten, falls wir einen Zombie kontrollieren. Super Karte, als One-Off hier drin. Den Harvester of Souls für 6 Mana 5-5 mit Todesberührung. Immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, können wir eine Karte nachziehen. Server the Bloodline für Siever, der Bloodline für 4 Mana, eine Hexerei. Wir exilen eine Kreatur und alle anderen Kreaturen mit denselben Namen wie diese Kreatur. Und das Ganze hat sogar Flashback für 7 Mana. Tut schon weh, gerade eben, wenn man hier Tokens zum Beispiel wegbringen möchte oder wie auch immer. Unbriefing Horde für 3 Mana 0-0 ist ein Zombie und er kommt ins Spielfeld mit so vielen +1/+1 Marken, wie wir Zombies kontrollieren und für jede Zombie-Karte in unserem Friedhof. Wenn er Damage bekommt, dann können wir diesen Schaden verhindern und eine Marke von ihm entfernen. Für 3 Mana absolut okay. Diagraph Ghoul für 1 Mana 2-2, kommt getappt ins Spiel. Butcher Ghoul für 2 Mana mit Undying, das heißt unverwüstlich, das heißt er kommt mit 1-1 ins Spielfeld, wenn er stirbt, kommt er wieder, wenn er noch keine Marke um hat, wieder mit einer Marke retour. Zweimal drin, Screeching Scab für 2 Mana 2-1, wenn er das Spielfeld bekommt, dann legen wir die obersten 2 Karten unserer Bibliothek in unserem Friedhof. Synergiert natürlich hier mit Mindwreck Demon, weil automatisch mehr die Wahrscheinlichkeit steigt, mehr verschiedene Kartentypen im Friedhof zu legen. Dreimal sogar drin. Der Tooth Collector. Naja, und der synergiert natürlich auch mit Haven Guru Runebinder, weil wir diese, sag ich mal, im Friedhof geworfenen Kreaturen wiederverwerten können. Tooth Collector für 3 Mana 3-2. Wenn er das Spielfeld betritt, dann kriegt eine Kreatur -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Und mit Delirium, was wir auch schon beim Engelsdeck gesehen haben, also beim gesegneten Deck, Falls wir zu jedem Beginn eines gegnerischen Versorgungssegments, falls wir 4 oder mehr Kartentypen in unserem Friedhof liegen haben, dann kriegt eine Kreatur, die der Gegner eben kontrolliert, -1/-1 bis zum Ende des Zuges. Das heißt, solange er am Spielfeld ist, wird dieser Trigger jedes Mal ausgelöst, wenn wir 4 verschiedene Kartentypen in unserem Friedhof liegen haben. Scrapskin Drake für 3 Mana 2-3 fliegend. Er kann nur fliegende Kreaturen blocken. Der Ghoul Racer für 3 Mana ein bekannter Zombie, eben aus dem Innistrad-Block wiederum 2-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir eine Zombie-Karte, also eine zufällig gezogene Zombie-Karte von unserem Friedhof wieder zurück auf die Hand bringen. Zweimal drin. Skitch Drake, auch wieder ein Zombie-Drache für 3-4. Um eben ihn zu wirken, müssen wir eine Kreaturenkarte von unserem Friedhof exilen. Zweimal drin. Diagraph Captain, der Lord der Zombies. Zweimal drin hier für eben Blau-Schwarz, 2-2 mit Todesführung. Andere Zombies kriegen +1/+1. Bitte Vorsicht, keine Marken, sondern nur statische +1/+1. Und wenn ein Zombie, den wir kontrollieren, stirbt, dann verliert der Gegner einen Lebenspunkt. Zweimal drin. Abathur Ghoul für 4 Mana 3-2 mit Erstschlag. Immer wenn eine Kreatur ihm Schaden zufügt, dann kriegen wir Lebenspunkte wie dessen Kreaturens Widerstandskraft.
einmal drin. Tribe of the Dead für 4 Mana 3-2. Wenn er stirbt, können wir eine Kreaturenkarte mit konvertierten Mana-Kosten von 2 oder weniger von unserem Friedhof aufs Spielfeld zurückbringen. Schauen wir mal, was da alles so wäre. Das wären die ersten paar hier, was man hier so zurückbringen kann. Ist nämlich hier fast mana-mäßig, ja, ist mana-mäßig aufsteigend. So, dann haben wir den Falkenrad Noble für 4 Mana 2-2 mit fliegend. Wenn er oder eine andere Kreatur stirbt, dann verliert ein Gegner unserer Wahl einen Lebenspunkt und wir kriegen einen Lebenspunkt zurück. Makeshift Mauler für 4 Mana 4-5. Zusätzliche Kosten, um ihn zu wirken, sind eben auch wieder eine Kreaturenkarte zu Exil von unserem Friedhof. Relentless Caps für 5 Mana 4-4. Auch wieder eine Kreaturenkarte zum Exilen, damit wir ihm wirken können. Und er hat auch noch dazu Undying, das heißt, er kann dann eine 5-5 werden. Dann haben wir Appetite for Brains für 1 Mana, 1 Hexerei. Der Gegner unserer Wahl zeigt eben seine Hand vor. Wir wählen eine Karte mit eben kommandierten Mana-Kosten von 4 oder größer davon aus und exilen diese Karte. Ja, trifft hier natürlich viele Engel, deswegen passt auch diese Karte in das Deck. Wie schon gesagt, sind relativ abgestimmt diese Decks. Human Frailty für 1 Mana, ein Instant Spell, wo wir eine Menschenkreatur eben zerstören können. Günstiger Zerstörspruch eigentlich, muss man wirklich sagen. Aber nur einmal drin. Goblet Wings für 2 Mana ein Equipment, wo eine Kreatur eben Fliegen kriegt und kostet gerade mal 1 Mana zum Equippen, ist wirklich sehr günstig. Compelling Tetherance für 2 Mana ein Instant Spell, wo wir eine nicht-land-permanente Karte auf die Hand zurückschicken und dieser Spieler wirft dann auch eine Karte ab, falls wir eine Zombie-Karte kontrollieren. Man kann natürlich aber auch unsere eigene Kreatur dadurch schützen und lieber was anderes abwerfen. Das muss man eben selber ein bisschen im Gefühl haben. Victim of Night für 2 schwarze Mana, also fixe 2. Das können wir eine Nicht-Vampir, Nicht-Werwolf und Nicht-Zombie-Kreaturen-Karte zerstören. Das ist eigentlich das Äquivalent eben zu dieser anderen Geschichte total hier. Genau. Tribute to Hunger für 3 Mana ein Instant-Spell, wo der Gegner unserer Wahl eine Kreatur opfern muss. Und wir kriegen eben wie diesen Widerstandskraft wieder Lebenspunkte dazu. Ja, ist ein bisschen ein schwacher Spruch, weil er wahrscheinlich mit Token wählen wird, wo wir eigentlich nur wahrscheinlich 1 bis 2 Lebenspunkte kriegen. Aber na gut, Forbidden Alchemy für 3 Mana. Wir können die obersten 4 Karten unserer Bibliothek anschauen und eine davon auf unsere Hand nehmen. Der Rest kommt in den Friedhof und das Ganze mit Flashback für 7. Barter in Blood für 4 Mana eine Hexerei. Jeder Spieler opfert 2 Kreaturen. Dread Return für 4 Mana eine Hexerei, wo wir eben eine Kreaturenkarte von unserem Friedhof auf das Spielfeld zurückbringen und das Ganze mit Flashback-Kosten, wo wir 3 Kreaturen opfern müssen, können wir dann wieder eine Kreatur zurückbringen. Moon of the Unhallowed für 4 Mana eine Hexerei, wo wir 2 Zombie-Kreaturen-Spielsteine aufs Spielfeld bringen und das Ganze nochmal machen können mit Flashback für 7, ist hier noch 2-mal drin. Das war's auch schon von den ganzen Kreaturen und Spells. Jo, man sieht eindeutig, dass die beiden Decks abgestimmt sind. Ja, klar. Es ist bis jetzt bei jedem Duel-Deck eigentlich so gewesen, ob es jetzt Elspeth vs. Kiora waren oder sonstige Sachen, da waren sie auch teilweise gut abgestimmt voneinander. Aber scheint sehr interessant zu sein. Also ich freue mich richtig auf das Thema Industrate von denen her, weil das war ja eigentlich unser Einstieg damals bei Industrate und macht richtig Laune, dort wieder mal ein bisschen weiterzumachen. Ich glaube, viele warten auf ein Reprint von Snapcaster Mage. Schauen wir mal, ob er auch kommen mag. Ja, ich glaube zwar nicht, aber wäre natürlich cool, weil der war auch zu dieser Zeit eben in den ganzen Boxen drin. Ja, generell Value sehr, sehr gut. Das Ganze ist ja von Miracle Games gesponsert worden und ist auch dort erhältlich für, ich glaube, 20 Euro. Ich glaube, sowas in etwa. Ja, sowas in etwa. Und ich muss sagen, man kriegt, oder ich glaube sogar noch 15 Euro, ich bin mir gar nicht so sicher. Generell auch wirklich gut Value, weil ich glaube, dieser Gaste of Sand Draft kostet normalerweise so um die 10 bis 12 Euro allein schon, die Karte. Vielleicht sinkt er jetzt ein bisschen, ich glaube es zwar nicht, aber generell hat man hier auch Champion of the Parish ist eine beliebte Karte.
aber auch so nette, wirklich nette Karten. Ja, wie gesagt, klar, man kann hier kein Competitive Deck sich wünschen, um den Preis, logisch. Aber ich glaube, die Decks sind sehr witzig zum Spielen. Genau, das weiß ich jetzt schon. Zu Hause, für Casual, super, ein paar Karten zum Hernehmen. Jo. Vielleicht für einen Küchentisch, wie man so schön sagt. Ein paar neue Decks ausprobieren etc. Super genial, finde ich. Super, also ich liebe irgendwie die Duel-Decks, weil es ein bisschen was anderes immer ist, mit denen zum Spielen. Und wie gesagt, also da sind wir eigentlich schon fast am Ende von der Produktvorstellung. Sind wir auch, ja, gibt auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Ist wirklich Preis-Leistung sehr super. Wir haben eigentlich angefangen, dass wir die Decks gar nicht zerreißen. Es kann nur sein, dass ich aus diesem Deck, aus dieser Karte hier mal Tiny Leader baue. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben Tiny Leaders gespielt. Da kann man wirklich ein schönes blau-weißes Tiny Leader Deck bauen. Und er hat es wirklich in sich für 3 Mana. Macht er einfach schnell Druck als Tiny Leader. Und ich glaube, da hat ja Sova einen guten Gegenbieter. Wir haben ja gesehen, dass Anna Fenster hier schlechter war. Aber wir driften hier ab. Genau. Generell, was wir dazu sagen möchten, ich werde gleich die Wahl entscheiden. Ich nehme das Deck, weil ich es einfach kenne. Du kennst die Karten besser wie ich die Zombie-Karten. Wir werden die beiden wieder spielen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir das Ganze wieder auf einen Stream machen werden. Ich mir durchaus vorstellen. Genau. Oder wir nehmen es auf, das entscheiden wir uns noch. Das werden wir dann bekannt geben. Vielleicht bei einem kleinen Infovideo, falls wir das Ganze auf Stream starten, wie das letzte Mal. Genau. Da kriegt ihr frühzeitig Bescheid auf jeden Fall. Und aber ihr könnt ja Kommentare schreiben dazu, wie ihr es findet. Ja, wollt ihr es gestreamt sehen oder nur aufgenommen, wie auch immer. Genau. Und was halt noch dazu ist, es wird ja momentan, was mich interessiert, wo ich gerne interessiert bin an eure Meinungen, ist, seid ihr der gleichen Meinung, dass ihr schade findet, dass es keine Planeswalker-Duel-Decks mehr gibt? Weil da ist ja momentan im Online so ein bisschen der Hate gegen Magic the Gathering, dass sie diese Planeswalker-Duel-Decks auflösen und nur mehr Demon-Decks machen. Ich finde es beides okay, ich finde das genial und auch die Planeswalker. Und da würde mich eure Meinung fragen oder freuen, ein bisschen durchzulesen, wie ihr dazu steht. Und würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video bewertet, wie immer. Und in diesem Sinne würden wir uns verabschieden. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.